Sie müssen wissen, dass das eigentlich nicht erlaubt ist. Allein die Spenden, die Mr. White dieser Einrichtung zukommen lässt, und der Zustand von Bordes veranlassen mich, dieses Experiment zu gestatten. Beachten Sie die Regeln. Nicht anfassen, nicht aufwecken und nicht ärgern. Im Notfall informieren Sie Ernie, den Aufseher. Er wird Ihnen helfen. Viel Glück, Mr. Yesterday. Hallo, Boris. Choke? Choke! Wer ist Choke? Du bist spät dran, aber ich wusste, dass du kommst. Du warst immer für mich da. Nein, nein, Boris, ich... Hast du's vergessen? Sie haben mich in der Fabrikhalle gefoltert. Das Gebäude war nur übers Dach zu betreten. Du bist den Schornstein rauf und... dann bist du gesprungen. Dann bin ich gesprungen. Ich bin da reingesprungen. Ich bin da gar nicht reingesprungen. Oha, oha. Was geht denn jetzt ab? Okay, jetzt wird's freaky. Ich kann überall klicken, aber... Du musst diese Halle betreten, um Boris zu retten. Warum muss ich Boris retten? Ich bin doch gar nicht Choke. Oder bin ich Choke? Bin ich nicht Choke? Nein, wir springen. Was hast du zu verlieren? Nichts. Weil du nichts besitzt. Du nimmst dir einen Augenblick Zeit. Spring! Du schließt die Augen, atmest tief durch. Du lächelst nervös, da du weißt, dass dies das Letzte ist, was du in diesem Leben tun wirst. Wie immer lautet die Frage, gibt es ein Leben nach dem Tod? Das ist ganz schön weit. Schafft er doch nie. Du hast dich für mich umgebracht, Choke. Und dann hast du mich gerettet. Ich verstehe nicht. Hä? Ich dachte, bin ich jetzt tot? Bin ich nicht tot? Oh mein Gott, ist das verwirrend. Das war alles so klar. Henry ist schuld und irgendeiner von den beiden ist sein Vater und alles wird gut. Und Paulina wird seine Tante, seine Freundin und Friede, Freude, Eierkuchen. Aber ich fürchte, es wird nicht so einfach werden. Offensichtlich bin ich nicht gestorben. Wie konnte ich mich retten? Wie hättest du das überleben sollen? Du hast dich umgebracht, Choke. Du warst mausetot. Woher weißt du, dass ich Choke bin? Du hast dieselbe Stimme wie damals, als du als junger Mann zurückkehrtest. Zurückkehrtest? Geht's ja noch um Zeitreisen? Wer waren diese Typen, die dich gefoltert haben? Zwei verdammte Rotzbengel. Der eine dick, der andere dünn. Erzähl mir von dem Dicken. Er erschien aus dem Nichts und hat ein ganzes Magazin auf dich abgefeuert. Der letzte Schuss traf dich voll in die Stirn. Erzähl mir von dem Dünnen. Henry White. Er schien harmlos, als du anfingst, ihn spaßeshalber zu erschrecken. Aber wer hätte denn ahnen können, dass er ein sadistisches Arschloch ist? Wie sind wir ins Industriegebiet gekommen? Weißt du nicht mehr? Dorthin bist du jedes Mal zurückgekehrt, um zu sterben. Ich weiß nicht, wieso du immer wieder alles vergisst, wenn du stirbst. Das hat auch keinen Sinn. Die beiden Rotzbengel haben uns im Lieferwagen dorthin gebracht. Sie töteten dich und du bist wieder auferstanden. Aber anstatt alt zu sein wie zuvor, warst du jung und hattest dieselbe Stimme wie jetzt. Du hast meinen Knebel entfernt und ich habe dir erzählt, was passiert war. What the fuck? Jetzt blicke ich langsam nicht mehr durch.
Du bist verrückt. Wie soll ich bitte wieder auferstanden sein? Wer macht denn hier verrücktes Zeug, Choke, hä? Also nenn mich nicht verrückt. Wer bist du? Man nennt mich Boris. Ich lebe in der Catway Station und bin dein einziger Freund. Ich erinnere mich an nichts. Ich weiß nicht, wer ich bin. Du heißt Choke und du bist unsterblich. Nun ja, du bist sterblich, aber dann auch wieder nicht. Was wollen die von uns? Ich weiß nur, dass sie uns nicht anzünden wollen. Bedeutet das was Gutes? Vermutlich nicht. Lass uns fliehen. Los. Ich kann nicht, Choke. Mein Bein ist gebrochen. Flieh du alleine. Ich halte uns nur auf. Jetzt mach schon. Ja, die gleichen Klamotten sind wie der Choke, aber da ergibt jetzt irgendwie alles überhaupt gar keinen Sinn. Holen wir sie raus. Also blickt noch irgendeiner von euch durch? Also ich nicht mehr so langsam. Scheiße! Hey, du Mistkerl! Wo ist der andere? Lass ihn, Cooper. Sag schon, wo Choke ist! Du hast die Tür nicht richtig zugemacht, deshalb ist der Tote rausgefallen. Ich suche ihn. Ich komm mit. Oh nein! Du sollst auf ihn aufpassen. Ich will ihn lebend wiedersehen. Verstanden? Genau in diesem Augenblick hättest du verschwinden können. Du hast dich nicht mal an mich erinnert und mir kaum geglaubt. Trotzdem wolltest du mich retten, Choke. Mich... Was ist das? Als du einen der Chips aus der Nähe betrachtest, erscheint ein Bild vor deinen Augen und dir wird bewusst, dass du der alte Mann bist, der diese Münze in die Luft wirft. So seltsam es auch sein mag, du beginnst, Boris Glauben zu schenken. Hä? Hä? Verschlossen und unter Strom, wie der Rest des Zaums. Du siehst keinerlei Mechanismus zum Öffnen. Dort drinnen befindet sich Boris. Und er ist womöglich derjenige, den du am ehesten als deinen Freund bezeichnen kannst. Um die Fabrikhalle betreten zu können, musst du auf die andere Seite des Zauns gelangen. Okay, wir wissen ja im Prinzip wie, ne? Quasi hier hoch. Was ist das da? Einige ausrangierte Reifen. Die kann man bestimmt mitnehmen. Trotz ihres Gewichts beschließt du, die Reifen mitzunehmen. Aber sowas von. Da noch mehr? Hier ist nichts zum Anklicken, hier ist nur was zum Weiterlaufen. Hallo? Ah, okay, wo bin ich jetzt? Was haben wir denn hier? Ein Haufen unnützes Zeug. Dann nimm doch mal alles davon du mit. Du nimmst ein Sägeblatt, das noch ziemlich scharf ist. Ich dachte, es ist unnütz. Ein Sägeblatt ist super. Wann kann man denn mal ein Sägeblatt kann man immer mal gebrauchen? Was ist denn? Sieht aus wie das Logo von Henry White, ne? Von der White Company. Ein steinernes Wandrelief. Ah, ja, ich hätte welches recht. Das Logo der Firma White zeigt. Ha, ich bin so gut. Wenn das Logo tiefer in den Stein gemeißelt worden wäre, könntest du dort einen Fuß abstützen, um auf die unterste Leitersprosse zu klettern? Die Eisensprossen führen bis ganz nach oben auf den Schornstein. Zu weit weg. Da kommst du nicht hin. Was mit dem Zelt? Die Decke verbirgt etwas. Du nimmst die Decke und lüftest ihr Geheimnis. Und? Eine Decke. Oh, ein Lasermessgerät? Ein Nivelliergerät, das auf einem Dreifuß befestigt ist. Ein Nivelliergerät, natürlich, das war, was ich sagen wollte. Habe ich in meinem Leben noch nie gehört, das Wort. Du beschließt, das Nivelliergerät mitzunehmen, ohne zu wissen, wofür es einmal gut sein könnte. Und den Tripod lässt du da? Du siehst keinen Nutzen. Okay, ich sehe keinen Nutzen darin. Ich verstehe. Wenn ich keinen Nutzen darin sehe, sehe ich wohl keinen Nutzen. Okay, jetzt habe ich eine
Und wenn du ein Loch in das Steinlogo schlägst? Nein, nur mit der Scheibe wirst du das niemals schaffen. Da hast du aber vermutlich recht. Der Decke? Das bringt ja auch nichts. Kann ich die denn zersägen? Du denkst darüber nach, die Reifen in kleine Gummifetzen zu verwandeln. Findest aber keinen guten Grund, das in die Tat umzusetzen. Doch, ich könnte mir sowas ähnliches wie... Ich könnte mir sowas wie Handschuhe daraus bauen, um dann am Zaun entlang zu kommen. Traust du dich wirklich, die Reifen als Trampolin zu benutzen, um damit auf die andere Seite zu springen? Ich glaube nicht. Du leidest zwar an Amnesie, aber du bist ja kein Idiot. Du denkst darüber nach, die Reifen... Kann ich auch nichts machen? Du könntest versuchen, damit die Fenster einzuwerfen. Aber das würde Boris Entführer alarmieren. Das ist wohl wahr. Ich könnte das durch die Fenster werfen. Selbst wenn du damit wunderbar Fensterscheiben einwerfen könntest. Ja, da hast du wohl recht. Du würdest durch den Strom sterben, bevor das Sägeblatt... Das ist wohl wahr. Boah. Wenn ich jetzt mal wüsste. Da hinten steht der Tripod. Und irgendwo hier müsste noch irgendwas sein. Aber wo kann es jetzt noch weitergehen? Boah. Die einzige Person, die dir beim Herausfinden deiner Identität helfen kann, wird dort drinnen festgehalten. Um die Fabrikhalle betreten? Ja, ich muss auf die andere Seite des Zauns. Kann ich irgendwie weiter weglaufen? Woanders hinlaufen? Ich muss ja irgendwie da hochkommen. Ich weiß ja, dass ich da hochkommen muss. Ich weiß ja quasi das Ergebnis. Ich weiß nur nicht, wie ich da dran komme. Nee, das Eindecken. Das bringt mir das gar nichts. Da dranhängen. Du hast so eine Ahnung, dass dir die Decke. Was soll das bringen? Das bringt gar nichts. Das kann eigentlich auch nichts bringen. Mit dem, vielleicht kann ich das zerschneiden. Ja, auch nicht. Boah. Wenn das Logo tiefer in den Stein gemeißelt worden wäre, könntest du dort einen Fuß abstützen, um auf die unterste Leitersprosse zu klettern. Mal Try and Error. Das ergibt alles keinen Sinn. Das lässt du lieber. Ich will es nicht da liegen lassen, ich will es quasi da daher holen. Also da, ne? Das nicht dazu tun, sondern da irgendwelche anderen Sachen mit zerschnibbeln. Aber ich weiß nicht was. Boah. Ich kann ja mal hier gucken. Huch, habt ihr das alles gesehen? Was gibt's denn hier alles? Man kann auch irgendwie... Ach, guck mal. Wie soll man denn da drauf kommen? Ah, seht mal einer an. Eine Rohrschelle hält die Tür verschlossen. Solange sich diese Rohrschelle dort befindet, wirst du die Tür nicht öffnen können. Du versuchst, die Schrauben der Rohrschelle mit... Ist zu dick dafür. Okay, dann muss es wohl noch irgendeinen anderen Weg geben. Den werden wir auch rausfinden, aber das finden wir erst in der nächsten Folge raus, denn es geht hier unten, glaube ich, auch noch weiter. Der Weg, den einer der Typen genommen hat, um deine Leiche zu suchen. Wenn du dort entlang gehst, läufst du Gefahr, über einen der Typen zu stolpern, die Boris entführt haben. Das sollte ich also besser lassen.
Das heißt, irgendwas muss ich da in diesem Bezug noch machen. Und ja, das seht ihr aber erst morgen. Und ich vermutlich auch erst die Tage. Und ja, deswegen sage ich mal, wir sehen uns dann bald wieder. Bei der Fall John Yesterday. Und es geht... Es klärte sich langsam auf. Es wird aber momentan einfach nur noch viel verwirrender. Und verwirrender und verwirrender. Ich habe keine Ahnung, was noch kommen wird. Ich habe keine Ahnung, wie es weitergehen soll, weil das ist einfach so strange gerade. Deswegen bin ich sehr gespannt und ich hoffe, ihr auch. Und seid weiter dabei. Bis morgen.